Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Aeon. Diesmal jedoch mal wieder alleine, da die anderen ja jetzt bereits alle in Vengar müssten die alle sein, aber ich bin hier mit Gelgmarus noch nicht fertig. Und weil ja derzeit auch leider in unserer Legion so ein recht großer Levelunterschied steht. Bei Lissi wissen wir ja noch nicht, ob sie wiederkommen möchte oder nicht. Der hat das Update ja noch weniger gefallen als uns allen. Deswegen, die müsste dann sowieso ein bisschen hochkommen. Stormy. Gut, der hat sowieso 50.000 Chance und ist hier auch schon Level 80. Also keine Ahnung, was der in seiner Freizeit macht. Der lebt Aeon. Aber quasi wir Haupt... Die drei Hauptchars des Let's Plays, ich, Moon und Moiro. Wobei es eigentlich wirklich nur Moiro war, denn Moiro war bei fast jeder einzelnen Folge mit dabei. Und Moon ist auch da. Wir haben auch nicht mehr so ein passendes Level. Deswegen würde ich sagen, mache ich jetzt Gelgmarus fertig und bin dann hoffentlich mindestens auf Moons Level. Bestenfalls so Level 65, damit ich genau zwischen den beiden stehe. Wobei, nee, an sich bestenfalls Level 80, damit ich Moiro überholt habe. Aber das ist eine andere Sache. Und machen da quasi da weiter, wo wir in der letzten Folge, die vielleicht minimal langweilig gewesen ist, weil ich hier jetzt nur gelaufen bin, aufgehört habe. Ist jetzt die Frage, ist hier jetzt eine Höhle? Weil hier steht Genesehöhle, aber hier ist nirgendwo ein Eingang. Im schlimmsten Fall wäre der Eingang hier irgendwo... Aber ich schaue jetzt einfach mal da hoch, ob da was ist. Also muss ich dann hier so entlang gehen, auf der Hoffnung, dass mich niemand angreift. Und mit etwas Glück finde ich da jetzt noch zwischendurch einen tollen Boss. Das wäre natürlich ein wundervolles Highlight der Show. Wie geht's denn hier hinten hoch? Das sieht doch auch recht schön aus hier. Aber hier wird es nicht drauf gehen. Generell suche ich wie immer mal wieder so ein tolles Versteck wie hier in Moorheim. Das hat mir voll gefallen. Sowas hätten die viel öfters in das Game reinbringen sollen. Ist doch scheiße, dass es sowas nicht mehr gibt. Oh, hier sieht es natürlich auch geil aus. Ich glaube, den Ort merke ich mir. Der ist cool. Gefällt mir. Das ist alles kein Boss. Schade eigentlich. Ich mag Bosser. Ich hätte zuerst meine Skills alle hier aktivieren sollen. Das zum Beispiel. Und ja, Kaido sollte ich vielleicht bestenfalls noch holen. Das ist der perfekte Folgenstopp, den ich hier gemacht habe. Null vorbereitet. Ah ja, gut, passiert auch relativ selten, dass ich alleine Let's Play dieses Game. War ehrlich gesagt gar nicht mal so toll, alleine zu Let's Play in dieses Game. Ah gut, wenn es weiter in dieser Schnelligkeit vorangeht, sollte es ja gar nicht mehr so lange dauern, bis dieses Game gar nicht mehr Let's Played wird. Wir warten ja quasi nur noch darauf. Trotzdem denke ich mal, so schnell wie die hier Updates bringen und so lange wie wir dafür benötigen, ne, geht das locker noch ein Jahr. Also ich schätze, wobei Folge 200 könnte knapp werden. Wäre an sich gar nicht mal so abwegig, dass wir sowas noch machen. Da könnte ich mir quasi sehr, sehr gut vorstellen, dass wir noch eine Folge 200 bringen. Obwohl, könnte ich... Na, wir sind jetzt bei 100 irgendwas 20, 30, ne? Es könnte an sich schwierig sein, aber ist nicht unmöglich. So, kommen wir hier jetzt hoch. Wir kommen hier hoch, aber das sieht nicht so aus, als würde es hier irgendwo hingehen.
Ich will auf den Baum. Ja, nein, ich warte. Fuck you, ich komm da drauf. Und wenn die Folge eine Stunde lang geht. Alter. Fick dich. Ich war drauf. Das zählt. War zwar nicht lange, aber ich war drauf. Ja. Da würde ich sagen... Hier ist ein Riss. Gut, den kann ich aber nicht verwenden. Apropos Riss. Belusl... Das sollte doch eigentlich... Müsste ich mal schauen, wann die Risse in Beluslan auftauchen. Elias hat nur noch Heil... Sturmzone. Das war in Heiron. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob es da Risse gibt. Ja, doch, müsste es. Das ist ja... Altgard war ja komplett weg, aber... Oh. Warte mal, gibt's hier Haramel? Haramel haben sie komplett rausgemacht, oder? Ja, es gibt kein Haramel mehr. Das heißt, das ist nur noch Beluslan und Morheim. Das heißt, PvP müsste da auch möglich sein. Müsste ich mal schauen, wann die Risse da kommen und ob es überhaupt jetzt noch möglich ist, in diesem Level da in das Gebiet reinzukommen. Würde ich sagen, teleportieren wir uns jetzt einfach hierher zur Verteidigungsbasis und gehen dann hier oben den Weg zum Farbenlager durch. Machen wir das so, dann haben wir hier jetzt auch alles geschafft. Und suchen, gehen dann weiter auf die verzweifelte Suche nach irgendein paar Quests. Nimm dich. Kommen nicht weiter, weil wir im Boden stecken. GG. Wundervoll. Danke, Spiel. Wieso zum Teufel leckt das jetzt so hart? Vielleicht, weil ich Stormy im Hintergrund laufen habe, während er einen 24 Stunden Aeon-Stream macht. Gut, die Gegner greifen uns hier nicht mehr an. Das finde ich auch super. Generell, musste ich sagen, ist mir da was ziemlich Bescheuertes aufgefallen. Es war der größte verdammte Fehler, den wir hätten tun können, hier bei der Gelgmarus-Festung nach unten rauszugehen. Weil ich... zu spät bemerkt habe, dass der eigentliche Weg nach oben rausgeht. Das heißt, wir laufen jetzt komplett gegen den Uhrzeigersinn. Ja gut, mit den Uhr... gegen die Strömung. Weil je weiter wir laufen, je weiter wir in Gelgmarus eindringen, desto schwächer werden die Gegner. Das heißt, wir sind quasi von ganz unten nach oben. Also... Von ganz oben nach unten gelaufen. Vom Ende zum Anfang sind wir gelaufen. Gut, ich will zuerst mal hier hoch, denn das sieht irgendwie aus, als würde hier irgendwas Besonderes sein. Ich will was Besonderes sehen. Das sieht nicht aus, wie als wäre das irgendwas Besonderes. Schade. Hier ist gar nichts Besonderes. Wieso ist hier nichts Besonderes? Ist doch scheiße. Okay, das sieht aber schon... Ja, die Landschaft, die kann sich schon sehen lassen. Die ist nicht schlecht. So, hier gibt es jetzt auch nichts Besonderes, nehme ich an. Da ist ein... Das ist das Lager, ne? Das ist das Lager. Dann schauen wir hier noch nach ein paar tollen Quests. Du zum Beispiel. Freut mich, euch tatsächlich, die hat ein Quest. Nehmen wir natürlich an. Wir wollen doch noch Aufgaben erledigen. Der hat auch was. Super. Dann gibt's doch noch was zu tun in dieser Folge. Und das ist alles, wie es aussieht. Hier drin können wir auch nichts machen. Der Level 49... Ja gut, der muss noch ein bisschen. Dann direkt auf in den Kampf. Hier runter und... Nehmen wir euch alle. Ach, scheiße. Ihr seid zu weit vom Ziel entfernt. Wieso hat er jetzt einen Quell?
So ein Scheiß. Oh, die leben noch. Hm. Geht doch alles easy weg. Ist auch schön, dass wir von unten nach oben gelaufen sind. Also von oben nach unten. Also dass wir die starken Ebenen zuerst gemacht haben. Denn wäre es andersrum gewesen und wir hätten das Singleplayer dann in den stärkeren Ebenen gemacht. Hätten wir mehr Singleplayer gehabt am Ende. So haben wir das alles noch recht einfach hier. Weil das sollte jetzt gar nicht so lange dauern, nehme ich an. Das sollte theoretisch recht schnell von dannen gehen. Kann ich nochmal... Ne, das war ein... Ne, das war okay. Hä? Ah ne. Ich dachte, das sei das Gefängnis gewesen. Den haben wir noch nicht gemacht, oder? Ah ne, das ist das Gefängnis. Was ist das für komische Logos sind? Ah komm, durch kann man auch schnell weg. Ne? Verschwinde doch einfach nur. Dieses Ziel könnt ihr jetzt nicht machen. Und das sind dann die letzten beiden. Sollte dann hoffentlich auch recht schnell gehen. Das haben wir in 6 Sekunden wieder. Das können wir dann noch aktivieren. Das haben wir jetzt schon wieder. Dann machen wir zuerst das und dann das. Und dann genau das daneben. Auch wieder. Easy. Haben wir den Quest auch schon geschafft. Und Reste Moos, Fungi und Mooskadaver. Das ist hier hinten. Da entlang. Hä? Hier? Da hinten, oder? Müssen wir da hoch? Da ist ein Moosfungi. Sind das die Teile, die wir binden? Nee. Die greifen auf alle Fälle nicht an. Das gefällt mir. Eines Moosfungis und bringt sie Farbe in Reste eines Moosfungis. Oder ist das jetzt nur was zum... Ah! Das sieht aber echt traurig aus hier. Alter. Die leben so... Pam pam! Ein Boss, den hole ich mir. Die leben so vollkommen einzeln, traurig hier hinten in ihrer kleinen idyllischen... In ihren kleinen idyllischen Pilzwald und überall liegen tote Leichen von denen. Oh, das ist... Gut, es ist 2 gegen 1, deswegen... Das gefällt mir allerdings nicht so wirklich, das zu sehen. Dann sind das wohl die bösen Fungis. Schaffen die es wenigstens, den zu killen? Das sieht gut aus. Also die sind in Führung. Komm schon, ich glaube an euch, ihr schafft das! Super gemacht, meine Leute! Und ich befreie euch dann von diesen bösen Typen da. Ich dachte zuerst, das sei keine Ahnung was. Mariastrana Abbaugerät. Voll schrecklich hier. Die leben vor dem Krieg. Da könnt ihr sehen, meine lieben Kinder, Krieg ist nie was Feines. Es bringt nur Tote. Es ist einfach nur sinnlos.
Die Fungis waren verzaubert und gehen sich genial. Sie schlachten sich ab. Das ist doch keine schöne Welt. Pam Pam, du musst sterben. Du bist bestimmt der böse Diktator hier, der nichts zu suchen hat. Also, fick dich. Wir wollen dich hier nicht. Gib den Fungis. Oh, guck mal, der sieht auch so voll fies aus. Das ist definitiv kein Krieger des Lichts. Ich tue den Fungis damit einen riesengroßen Gefallen. Ich zerstöre den bösen Pam Pam. Das? Bin ich jetzt auch verzaubert? Bin ich jetzt eine neue Pam Pam? Keine Ahnung. Aber auf alle Fälle Fungis, ihr macht das schon. Aber euch fehlt so ein König. Das sind nur solche kleinen Fungis. Wo ist denn der hier ein König? Nicht, dass ich jetzt auf der verzweifelten Suche nach noch ein Boss wäre, den ich killen könnte. Aber die werden hier auch so richtig aus ihrem Wald herausgedrängt. Die leben nur noch hier so am Eingang. Das ist voll traurig. Die armen Fungis. Fungunoiden. Liiden. Oder so. So. Ja, aber bitte bring jetzt nicht so ein Quest von wegen töte Pam Pam. Das fände ich gar nicht so geil. Kann ich mich jetzt wieder meiner Arbeit zu? Ja, spuckt es aus. Okay. Freut mich, euch kennenzulernen. Level up, ja. Toll, danke. Freut mich, euch kennenzulernen. Da hinten muss ich natürlich wieder was machen. Das wird dann wahrscheinlich das Teil hinter Pam Pam gewesen sein. Alter, wie viel EP man hier bekommt, das ist doch nicht normal. Bin schon wieder fast half level. Auf den Fungi bitte in der Nähe. Achso, okay. Und was bringt die jetzt? Vernichtet Pam Pam. Natürlich. Okay, er ist wieder da. Super. Helfen wir euch klein mal. Hab ich gerne gemacht. Ihr seid ja fast down. Dann hallo again, Pam Pam. Auf geht's in die zweite Runde. Ich sollte nicht immer so voreilig sein. Hat Spaß gemacht, Pam Pam. Ich hoffe, das war jetzt der letzte Kampf zwischen uns beiden. Ich habe keinen Bock auf ein drittes Mal. Obwohl alle guten Dinge natürlich, wie bekannterweise, drei sind. Aber nee, muss nicht. Das muss nun echt nicht sein. So, ich denke, ich werde die Aufnahme jetzt auch wieder so machen, dass ich ohne Pause aufnehmen werde, sondern einfach komplett. Erstattet Fina. Wer ist jetzt schon wieder Fina? Du willst mich doch verarschen. Ja, komm, fick dich. Dass ich halt ohne Pause aufnehmen werde und dann einfach nur die verschiedenen Parts rausschneiden werde. Denn bei Aeon habe ich natürlich keinerlei Plan, wie lange ich gerade aufnehme. Und wo ist jetzt diese Fina? Hier hinten, okay. Lasst euch ruhig Zeit. Warum? Okay, mach ich sowieso immer. Ja, die ist an sich besser, aber ich will mein Einsamkeitsset nicht verlieren. Deswegen tut mir leid, Fina. Also noch andere Quests für uns? Lasst euch ruhig Zeit. Tatsächlich? Woher kommt der denn? Hätte ich hier vielleicht doch ein bisschen besser schauen müssen. Ein guter Tag. Wünscht ihr etwas von mir? Ich habe echt viel zu schlecht geguckt hier. Was wollt ihr? Oh, der hatte Quest. Ast für Lumbra. Der hatte Quest, die ich gemacht habe. Schöner Tag, nicht wahr? Mit den Alchemisten habe ich... Warte mal. Wartet. Warte mal. Schöner Tag, nicht wahr? Gehabt euch wohl. Die Stimme kenne ich irgendwoher. Seid gegrüßt. Gehabt euch wohl. Woher kenne ich jetzt diese Stimme? Seid gegrüßt.
Gehabt euch wohl. Das kann nur irgendein Anime sein. Schöner Tag, nicht wahr? Ist es Sword Art Online? Aber wer? Also ich hab grad nur Sword Art Online im Kopf aus irgendeinem Grund. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass der irgendwo in Sword Art Online war, aber mir fällt halt kein Plan ein, wer die Stimme gehabt haben könnte. Es könnte natürlich auch irgendein Cartoon gewesen sein. Irgendwoher kenne ich diese Stimme. Fuck, den Namen merke ich mir. Bierhof. Es war mir ein Vergnügen. Oder Fairy Tail? Muss ich dann definitiv mal schauen. Also die Stimme, die kommt mir sowas von 100 Pro irgendwoher bekannt vor. Fell. Umbra. So heißt es doch, oder? Was ist das denn für einer? Ist das überhaupt ein Asmodee gewesen? So, falls ihr jetzt irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, dann sorry dafür, aber das wird dann mein Handy sein. Ich hoffe mal, dass der Klingelton nicht zu laut ist, dass die GEMA es sperrt. Aber ich nehme gerade auf, deswegen kann ich nicht. Ach Scheiße, das sind solche Fernkämpfer. Deswegen kann ich nicht telefonieren. Deswegen, das wird dann später gemacht werden. Kann ich dann ab der Hälfte gern doch nochmal eine Pause machen. Und da dann nochmal hier. Wobei, nee, komm, ich nehme das jetzt an. Komplett auf. Und irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie geht mir. Sitzt mein Mikro gerade nicht so schön. Obwohl, jetzt geht's eigentlich. Oh, so, jetzt müssen wir endlich diese Statuen zerstören. Ich habe mich schon gefragt, wieso wir das nicht machen mussten. Ihr seid aber keine Fernkämpfer, ne? Ich treff beide, super. Mehr will ich doch gar nicht. Na, jetzt geh doch nicht immer zu den Typen hin. Bleib doch mal da stehen, wo ich dich stehen lassen haben will. Alter. Wieso ist mein Schano so unheimlich bekloppt? Oh, das nervt aber wirklich. Ich muss die alle wirklich einzeln machen. Dieses Ziel könnt ihr jetzt nicht angreifen. Gut, das wollte ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Den und den brauche ich. Verfolgt der mich wenigstens? Nein, die verfolgen mich natürlich alle nicht. Geil. Oh, wie ich solche Fernkämpfer hasse. Das ist wie wenn man auf der Toplane gegen Range Champs spielt. Das ist nicht cool. Das sollte verboten werden. Weil ich bin doch denn schon mega Fan davon. Genauso wie Ash oder Vayne. Oder Twitch. Oder Timo. Geil, gleich bin ich wieder Half-Life. Wobei, auf dem Level-Up bekomme ich wieder volle Leben. Also, das sind ja jetzt zwei Quests, die könnten doch, denke ich mal, schon dafür ausreichen, Level abzubekommen. Bei den Erfahrungspunkten, die Aeon in einen rein ballert, wäre das definitiv möglich. Ich muss nur noch diese großen Teile vernichten. Na gut, und dann muss ich noch andere Golems zerstören. Was ich natürlich machen könnte, da ich ja jetzt so wenig Leben habe, muss ich mich doch mit hoher Wahrscheinlichkeit gleich dann doch wieder wrecken.
Und weil das Wecken so unheimlich ekelhaft langweilig ist, könnte ich dann da eine Pause machen, schauen, wer mich angerufen hat und in der Zwischenzeit dann nochmal schauen, von woher ich die Synchrostimme kenne. Oder war das David Conan? Ich weiß echt nicht. Aber irgendwoher kenne ich die. So, wo müssen wir jetzt hin? Was müssen wir machen? Hier hinten irgendwas. Na dann... auf und davon. Und hier runter. Da runter, okay. Was ich jetzt natürlich vorher nochmal mache, auch wenn es ein riesengroßer, fetter Umweg ist, aber einen weiteren Kampf werde ich definitiv nicht machen können. Level 9, ja gut, die greifen mich nicht mehr an, das ist super. Dann gehe ich jetzt wirklich mal hier rein. Ich glaube, ich hätte auch einfach darauf gucken können. Ja, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Wünscht ihr etwas von mir? Lol, woher hab ich denn den? Sicherer Schlag. Den hab ich doch schon. Okay, hätte sein können. Gut, dann laufen wir jetzt nur schnell zu den Gegnern hin, rasten vor denen und machen dann eine kleine Pause. Dann schneide ich das Warten raus, denn das Wecken dauert ja jetzt neuerdings gefühlt 50 Minuten. Bis eine Stunde. Und dann kann ich in der Pause... Was ist das denn jetzt hier? Majas Relikt. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit den Quests zu tun, den ich hier noch machen muss. Kann ich in der Pause dann, in der Zeit, wo ich wecke, schauen, wer mich angerufen hat und danach schauen, wen diese Stimme gehört hat. Wo ich jetzt natürlich bestenfalls hätte nach den Namen nochmal schauen müssen, denn den habe ich nicht mehr im Kopf. Irgendwas mit Bio war das? Keine Ahnung. Egal, dann... Wecken habe ich hier oben. Bis gleich!